Hallo und herzlich willkommen bei Elvo Gaming TV zu einem neuen Battlefield Play for Free Videos, meine Schnucke und Schlacke. Ja, Battlefield Play for Free wieder ausgegraben. Und ich muss heute über ein Thema reden, was mich sehr, sehr aufregt in Battlefield Play for Free. Alle, die den Titel schon gelesen haben, werden wissen, wovon ich rede und ja, wahrscheinlich auch schon selber erlebt haben. Und zwar, es geht mir tierisch auf den Sack, dass es bei Battlefield Play for Free nicht läuft. Ich gebe dem Spiel viele, viele Chancen. Hab schon ziemlich oft Runden gespielt, aber es läuft einfach nicht. Ich komme ins schlechte Team. Dann stürzt das Spiel einfach ab ohne Grund und es ruckelt an manchen Stellen. Ich verstehe es nicht, ob das nur bei mir so ist oder auch bei anderen, aber ich habe es auch von anderen schon gehört, dass sie auch Probleme haben, sei es mit dem GameStart, dass der Launcher nicht richtig startet oder dass die einfach auf unbalancierte Server kommen. Aber ich komme unglaublich oft einfach auf Server, wo eine riesen Lücke entsteht, wo dann Base gecampt wird und es macht überhaupt keinen Spaß. Und dann wechsle ich Server auf den nächsten Server, ja, werde ich entweder Base gecampt oder ich Base campe. Und ich meine, ich kann euch auch kein Gameplay zeigen, wo ich Base campe. Das macht euch keinen Spaß und das macht mir auch keinen Spaß. Und deswegen frage ich mich einfach balance-technisch, ob Battlefield nicht da irgendwas gerade falsch macht oder was da falsch läuft, denn es lief ja auch mal gut. Nur ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob es an den Waffenpatches liegt, dass es irgendwie jeder OP Waffen hat oder keine Ahnung. Aber es gibt auf den meisten Servern immer ein Team, das extrem gut ist und eins, das extrem scheiße ist. Und wenn man dann natürlich in den Base-Hip reinkommt, kriegt man ja selber kaum Kills. Vor allem, weil ich ja nicht der Top-Spieler bin. Andere können vielleicht auch beim Base-Trap gut Kills reißen. Ich kann es eben nicht, weil ich ja nicht so der Top-Spieler bin, aber ich mag ja auch meinen Spaß haben und ich habe Battlefield Battle Free ja immer wieder Chancen gegeben, aber ich finde, da passiert einfach viel zu wenig. Ihr habt ja ein letztes Video schon gesehen, wo ich drüber rede, was ich in Battlefield Battle Free ändern muss. Ich meine, es ist schon ein Monat jetzt mittlerweile wieder her und es hat sich nichts geändert. Von der Entwicklerseite kam aus gar nichts. Ich habe auch nur diese Community Packages da bekommen, da diese, wo sie die M-Tiles raushauen und so in verschiedenen Packages. Ist ja ganz nett, aber ich finde, neue Content wie das Squad-System oder andere Sachen wären einfach sinnvoller gewesen. Das fehlt einfach komplett. Und das regt mich persönlich ziemlich, ziemlich stark auf. Und ich habe da persönlich drauf ziemlich wenig Bock gerade auf Battlefield Battle Free. Und ich gebe dem Spiel so viele Chancen, aber es passiert einfach nichts. Vielleicht habe ich einfach auch Pech und komme immer auf die Server, wo es einfach nicht läuft. Und ja, jetzt muss man halt mal gucken, was da tut. Ich bin ja wirklich daran, irgendwie mal alle YouTuber, die mit Battlefield Play for Free irgendwas zu tun haben, mal anzuschreiben, dass wir mal so eine Aktion starten, dass wir einfach mal in einem Video konkret zusammenfassen, was sich ändern muss. Sonst wird langsam Battlefield Play for Free zugrunde gehen. Die Community sinkt ja schon allgemein. Ich merke es ja auch bei meinen Abonnenten. Man guckt sich die Battlefield Battle Free immer bei mir immer noch am besten an, also die sind von den Klicks her immer noch am höchsten, aber es geht auch immer langsam runter. Also das heißt, das Interesse fehlt so langsam auch an Battlefield Battle Free und das, was mein Channel ausmacht, war eben Battlefield Battle Free, doch das ist jetzt langsam am Absterben, weil ich selber nicht mehr so viel Bock aufs Game habe und ihr auch nicht mehr so viel. Und das ist ja auch verständlich, weil sich eben DICE Easy nicht wirklich um das Ganze kümmern. Und das ist ja sehr, sehr schade. Weil das Game hat ja auch das Potenzial, was man nicht verstehen kann, dann, dass die Entwickler einfach sagen, ja, lass mal ja einfach und mach mal nichts mehr. Und die Gerüchte, dass die Engine jetzt völlig überlastet wäre, ich so einfach auch, dann soll man das doch dann sagen und muss nicht, auf heimlich oder so tun. Das muss ja keiner machen. Und deswegen finde ich es eine schlechte Entwicklung von Battlefield Play for Free und auch schade. Und ich hoffe, dass sich da was tut in der Richtung, dass die Entwickler begreifen, dass die Community langsam am Schrumpfen ist, oder die ist schon am Schrumpfen und bald auch ziemlich bis gar nichts mehr von der Community da sein wird, wenn sich da nichts tut und nichts passiert. Das ist sehr, sehr schade. Und muss ich sagen, ist selbstverantwortlich. Die Entwickler müssen sich dafür selbst verantworten. Es ist einfach schlecht, was da geboten wird. Kein neuer Content, wenig Informationen, was jetzt los ist mit dem Game an die Community. Und das ist eine Sauerei. Und
Ich finde es nicht gut und ich meine, es gibt so viele Alternativen, die Free-to-Play sind, die besser sind einfach als Battlefield Play for Free. Und dann kauft man sich halt das mal für 10 € oder umsonst gab es das Battlefield 3 sogar. Dann kauft man sich einfach Battlefield 3 oder Battlefield 4 und dann hat man was Gutes geboten, muss kein weiteres Geld ausgeben und hat eine gute Community und hat ein ordentliches Game. Natürlich braucht man einen besseren Rechner, aber ich meine, hallo, was will man denn mit einem Spiel, das um sich das jetzt keiner mehr kümmert und jeder irgendwas macht? Also, ich persönlich rate davon ab, ist noch irgendwas bei Battlefield Battlefield zu kaufen. Und ja, wir gucken, dass wir YouTuber mal gucken, dass auf jeden Fall sich da was ändert, dass wir die Entwickler mal anschreiben, dass einfach mal die Entwickler merken, dass wir auch Updates haben wollen und auch vernünftige Updates, die dem Spiel was helfen, die der Teambalance was helfen, die der Balance vom Game allgemein helfen und auch dem Spiel gut tun und nicht nur, ja, es hauen wir ein paar Waffen raus, ein paar Packages, um noch mehr Geld zu bekommen. Das ist ja Quatsch. Das bringt uns nichts weiter, das bringt auch den Entwicklern nichts weiter, weil sie keine größere Fanbase bekommen und keine größere Playerbase. Ja. Deswegen mein Video hier nochmal. Ich versuche Videos zu machen von Battlefield Battlefield, aber es fehlt einfach die Motivation, wenn es nicht läuft. Und da ist das Spiel ja nicht ganz unschuldig und deswegen muss man da einfach Abstriche machen und sagen, dass es jetzt so langsam was kommen muss von den Entwicklern. Egal ob jetzt irgendein Statement, ob es die Engine überlastet ist oder sonst was, aber irgendwas muss es passieren und auch irgendwas gebracht werden, dass das Spiel am Leben bleibt, weil sonst ist es für mich wirklich ein totes Spiel, was nur noch stagniert. Und ich meine, wir können auch nicht unendlich Videos machen, wenn nichts Neues rauskommt. Ich meine, wenn das ist war's mit den Waffen und alles, wir können nicht mehr arg viele Videos dazu machen. Ich meine, und ich habe jetzt kaum noch Leute in Skype, die, wenn ich anschreiben würde, ja, zockst du mir nur eine Battlefield Play for Free, kaum noch Leute. Ich meine, die meisten haben einfach keinen Bock mehr drauf. Auch Nico, der die Thumbnails nur noch bei mir macht, der wollte eigentlich auch viele Videos noch machen. Er hat einfach keine Lust mehr drauf und das ist ja auch verständlich. Und nehme ich niemanden übel, wenn er sagt, ja, Battlefield Play for Free, das war's. Ist halt so, man muss jetzt gucken, dass da noch was passiert. Wenn nicht, dann sieht schlecht aus von Battlefield Battle Battle und denke, dass in Zukunft da sich nichts. Also ich hoffe, dass sich was tut, aber ich denke nicht, dass da was von den Entwicklern kommen wird. Sehr, sehr schade. Naja. Also ich, mich macht's traurig, aber wie gesagt, ich habe auch noch andere Videos auf der Platte. Ich kann auch Battlefield 4 zeigen, Battlefield 3 und Battlefield Hardline kommt auch noch alles an Videos, aber jetzt habt ihr erstmal hier ein Up-to-Date-Video vom Battlefield Battlefield bekommen und ja, ich weiß, ihr wollt andere Videos haben, aber wenn ich keine vernünftigen Gameplays erspielen kann, weil es mich das Game einfach aufregt, dann tut es mir einfach leid. Aber das ist das Spiel nicht ganz unschuldig und deswegen will ich das entschuldigen. Naja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen was gebracht und gezeigt, ja, dass ich was ändern muss. Ich werde die YouTuber anschreiben, ganz sicher. Es gibt ja auch nicht mehr wirklich viele aktive YouTuber, die Battlefield Battlefield spielen, aber die, die es noch gibt, wie Brandon von Cast of Battlefield Battlefield 3, Terrorski TV, vielleicht macht da auch noch Nexus mit, der macht ja auch noch relativ wenig in letzter Zeit. Mal gucken, werde auf jeden Fall euch anschreiben, Mino LP vielleicht, aber der ist ja auch leider inaktiv geworden. Und Aimu ist ja wieder aktiv, aber ich glaube nicht, dass da sich so viel entwickelt. Naja, das war's vom Video. Meine Schunkelschlacke, haut rein, bleibt dran, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ganz wichtig. Haut rein, ciao, euer Elvo.